Chef, wie sieht der? Ingo Mann. Hey Leute, ho Leute, hey Leute, immer weiter hing. Ingo Mann. Grüdi. Ho Leute, ho Leute. Du hast Geburtstag heute, ne? Das hast du gemerkt. Er hat Geburtstag, es ist ein reiner Muggel. Oh. Oh, Alter, pass mal auf, ey. Nein, das ist nichts passiert. Du hast heute Muggeltag, ne? Ja, hab ne? ich. Ja, du hab bist, ich. Bist wieder ein Junge, ne? Ja. Ne? Oh, mein Kerlchen, du. Das ist ja ein Ding, du. Das ist so wirklich ein Ding, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Hast du auch nicht gewusst, Krüger, ne? Ingo, ist heute, wie alt bist du geworden? Ach, das willst du gar nicht wissen. Ach. 50, 60? Ja. 70 doch. Ist das eine runde Sache oder ist das eine halbrunde Sache? Nein, eine runde Sache ist das nicht. Ich trink schon mal einen auf dich. Ich hab ein bisschen leicht, ich hab einen leichten Brand. Ne? Ja, mach das mal noch. Oh, das perlt aber wirklich, das perlt aber wirklich heute, du. Nimmst du? Kerlchen, du. Und dann musst du arbeiten an deinem Geburtstag. Oh, ja. Das ist auch nicht schön, oh, ne? Gott. Im Grunde ist das ja ein Tag wie jeder andere auch. Ist schon, ne? Warst du schon mal drüben beim Griechen, ob die schon die Drachme wieder haben? Die haben wahrscheinlich noch ein paar hinein. Dann wird die jetzt wieder aktuell, ne? Die Man Drachme, kann das ne? Ich weiß es, die Drachme, ne? Ist das jetzt eigentlich, ist der jetzt, haben sie den jetzt abgesicht oder nicht, hier den Papa? Papa? Ja. Papadreou, ne? Ja. Papadreou ist, glaube ich, gar nicht mehr jetzt. Er macht jetzt erstmal Urlaub oder ist in Kur. Nö, es gibt eine Übergangsregierung, habe ich jetzt gerade noch gesehen. Was? Er gibt es mit irgendwelchen Leuten von allen Seiten, die jetzt mal sorgen, wollen wir jetzt erstmal gucken, wie wir das hinkriegen. Nee, er ist echt weg von Fenster. Er ist jetzt, soweit ich das weiß, ist er nur noch, er kommt nur noch und setzt sich doch mal dabei oder sowas. Das ist doch auch echt. Dann ist er die Pakete. Ach, apropos Pakete überhaupt. Ich hab ein Paket für dich. Ach, auch noch. Ich hab ein Paket für dich. So. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Ingo, zum Geburtstag viel Glück. Von Herzen alles Gute, vor hiesischer Futfello, vor hiesischer Futfello, vor hiesischer ja, Futfello, ja, ja. Vor hiesischer ja. Futfello, ja, Fello, Fello, Fello. Ja. Ne? Sag mal, das ist ja... Das hab ich für dich extra bereit geklebt. Das hast du ja originell. Ich weiß, das Schnittblumennahrung. Es ist ein Granulat. Das ist für. Ach, guck mal an. Da kann man aber. Ich benutze. Wieso Schnittblumen? Ich benutze das immer für die Füße. Da kann man das Wasser einfüllen und die Füße reinstellen. Ja. Dann brutzelt und pullert das bisschen auf. Für die kalte Jahreszeit, mein Ingo-Mann. Das ne? ist ja. Ne? Na ja, wenn ich mal eine Schnittblume hab, ne? Ne? Kannst du die Füße reinstellen, ne? Weil Schnittblume und Fuß, es ist schon mal sagen, es ist so das Gleiche. Es ist schon mal sagen, von Pilzbefall und von mal sagen... Ja, Pilzbefall, da will ich nur nichts von hören bei Füßen. Da. Ne? So, nur wollen wir mal sehen, ne? Oh. Was ist das denn? Ja. Eine Unterhose oder was? Es ist eine wertvolle Unterhose, das ist doch richtig. Also du hast schon mal, einmal ist schon das Gute, sie sieht neu aus. Das ist schon mal eine positive. Also dass du, die ist jetzt nicht getragen, würde ich sagen, oder? Ich rieche ja jetzt nicht dran, ne? Es ist Bitte. Wahrscheinlich eine wertvolle Unterhose. Du hast das sicher mitgekriegt hier von Queen Victoria. Für 11.000 Pfund ist die Unterhose über den Tisch gegangen jetzt, ne? Ist da ein bisschen Parfüm bei, sag mal. Ist das, hast du das einparfümiert oder was? Wie, was für eine 11.000 Euro? Ja, aber ja wohl nicht so, nicht es, die hier. Aber ne? Es ist ja wahrscheinlich eine sehr wertvolle Unterhose. Das ist ja eine Wertanlage, nehme ich jetzt mal an. Wieso eine Wertanlage? Also 11.000 Euro für Queen Victoria ihre Unterhose. Ja, Unterhose. Das ist ja das wohl ist nicht Queen Victoria. Ihre. Aber es kommt wahrscheinlich aus der gleichen Ecke, nehme ich. Hast mal reingeguckt? Ich bin da innen drin, ne? Mit in die Türen drin. EH. EH. Und die Marke ist Boldo, oder was? Von Boldo habe ich noch nie gehört. EH. EH, was soll das denn sein? Es ist ja eingestanzt, original. Ernst Huberti, oder was? Ich nehme an Erich Honecker. Es ist eine Unterhose von Erich Honecker. War doch in der Zeitung drin, dass da jetzt ein komisches Reddachhaus von ihm verscheuert wird. Und ich nehme mal an, dass der Fritsche dort die Sachen rausgeholt hat, weil er ist ja aus dem Osten. Das ist meine Meinung. Ach, hier dein neuer Nachbar, oder was? Ne?
Er ist dubios. Das ist Erich Honecker, seine Unterhose. Moment mal, wie? Moment mal, das verstehe ich jetzt erst. Du hast von Fritsche hast du eine Unterhose geklaut und die schenkst du mir jetzt, oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Das ist eine reine Geldanlage. Nee. Wie bist du da rangekommen an das Gerät hier? Kannst du mir das mal kurz verraten? Ist das im Bereich des Möglichen oder möchtest du es lieber für dich behalten? An der Leine. Was? An der Leine. An der Leine. Ach so, die hingen zum Trocknen. Und hast du dir gedacht, ich greife mal zu, oder was? Oder wie? Das ist die von Erich Honecker, das ist meine Meinung. Ja, aber Ditsche, da stand er ja nun, als sie da an der Leine hängen, ne? Da war ja nicht noch ein Zettel angemacht, Achtung, Unterhose von Erich Honecker, nein, bitte mitnehmen. Aber ich habe das ja gelesen mit Queen Victoria, ihre Unterhose für 11.000 Pfund. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mal sagen, jetzt Fritsche da eine Unterhose hängen hat, dann ist sie ja schon mal aus dem Osten schon mal. Ja. Weil er ist ja aus dem Osten. Jetzt verrate ich dir was, Ditsche. Ne? Es gibt eine Menge Unterhosen im Osten. Die kannst du nicht alle von alleine nehmen, weil du denkst, das mache ich auch gar nicht. Aber Fritsche ist für mich eine zwielichtige Gestalt. Und als ich das mit dem Haus gelesen habe, habe ich mir gedacht, wenn man das jetzt ein bisschen in die Richtung drängt, dass das von Erich Honecker ist, dann ist es vielleicht von Erich Honecker auch. Wenn man das kann das ja behaupten. Oh. Dann hast du eine Geldanlage, mein Ingo-Mann. Du kannst das doch erstmal behaupten. Ich? Und soll ich die mir, ja, was heißt behaupten? Ich nage mir die doch hier nicht an der Wand und mache ein Schild an und sage hier, wahrscheinlich Erich Honecker seine Unterhose, die letzte, die er noch getragen hat. Eha. Ja, EH. Habe ich doch da extra, also steht da drin. Ja, ich habe das gelesen. EH. Ja, EH, ja. Mit einem Filzi extra, dass das nicht rausgeht. Ja. Beim Waschen. Das ist Fritschi. Machen wir mal gleich einen Hobel, klar. Das ist ein reines Wertgeschenk. Dann kriegst du doch vielleicht Findelung. Dann kriegst du Findelung, wenn Fritschi die Hose sucht. Dann sagst du, du hast sie gefunden. Ja, aber Ditsche, guck mal. Der kann doch nur auch eins und eins zusammenzählen. Wenn seine Hose von der Leine weg ist, ne? Er weiß aber ja, jetzt steht EH drin. Das stand vorher nicht. Aber der kennt doch wo seine Unterhosen. Der weiß doch wo, was er normal trägt. Und hier von Boldo oder was sie da ist, das ist ja nur auch nicht jeden seine. Und du wohnst da im Haus, da zählt er eins und eins zusammen. Du brauchst ja nicht sagen, dass ich sie dir übertragen habe. Ich sag da gar nichts. Aber ja, aber du kannst dir vielleicht. Ich könnte ihm ja erzählen, ich hätte von niemandem gehört, der eine Unterhose in dieser Art gefunden hätte und ob er bereit wäre, einen Findelohn zu zahlen. Dann ist das ein Wertgeschenk. An mich oder was? Ja, sicher, du bist ja jetzt Besitzer. Ich hab's dir doch verschenkt zum Geburtstag drin. Ne? Dass er mir einen Findelohn gibt, meinst du? Oder du gibst sie über Internet. Das habe ich auch mal gehört, über eBet. eBet. Hat mir Giovanni erzählt. Dass ich die jetzt verkaufe oder was? Das Bitte. Geht doch. Ich verkaufe doch nicht eine Unterhose, doch die ist, mir nicht... Da ist mal ein Brötchen von Brad Pitt verkauft worden für 500 Millionen oder irgendwas. Ja, ungefähr. Das mag ja alles sein, aber ich verkaufe doch nicht eine Unterhose von Fritsche im Internet. Jetzt schreibst du, das ist von Honecker, da werden ein paar Idioten schon drum beten, da bin ich mir aber sehr sicher. Wie funktioniert Nougat eigentlich im Internet? Das möchte ich mal wissen. Wie funktioniert eigentlich ein Internet? Ja, ein Internet gibt's schon mal gar Natürlich. Nicht. Natürlich. In der Bild-Zeitung stand ein Internet, wie 50 Gramm, wie eine halbe Tafel Schokolade stand in der Zeitung drin. Hä? Was soll denn da wiegen? Das sind doch nur Daten, das ist doch... Info. Die Info wiegt. Die Info. Die reine Info hat ja Ach auch so. Noch ein Gewicht. Ja, Moment. Gib mir mal noch das ein Bier. Das ist ja wiegen. Ja, das ist... Gib mir mal bitte noch ja, ein Bier. Nur hör mir mal einmal zu. Ich höre dir jetzt. Das ist, man sagt, wenn jetzt du hast beispielsweise, du verschickst eine E-Mail und da tust du ein Bild... Hör mir doch einmal zu jetzt im Ganzen. Du verschickst eine E-Mail und da hängst du ein Bild an. Und das Bild... Es ist ja eine gewisse Menge an Daten. Was, wo hänge ich das denn dran? Ja, an die E-Mail. Und dann sagst Was du, die E-Mail wiegt so und so viel, wie das Bild groß ist quasi. Das Bild hat ja eine gewisse Größe. Und so viel, wie das Bild groß ist, sagst du, so viel wiegt die E-Mail dann. Das ist von der Datenmenge her, sagst du das. Ja? Wem sage ich das? Ja, das kannst du jedem sagen, wo du Lust zu hast. Ich habe aber keine Lust, jemandem zu sagen, dass ein Bild, was irgendwo dranhängt, 50 Gramm wiegt. Ja, aber musst du ja auch gar nicht. Warum steht das denn dann in der Zeitung? Nein, das steht überhaupt nicht in der Zeitung. Da stand in der Zeitung drin, dass das innen 50 Gramm wiegt. Nein. Doch.
Nein. Doch. Es stand in der Zeitung drinne. Nein, Ditsche, du hast das falsch verstanden. Es ist nicht, das Internet selber wiegt gar nichts. Haben Sie aber gesagt. Das ist nur das eine Bild zum Beispiel. Was, aber das ist auch nicht Gramm. Gramm? 50 Gramm wie eine halbe Tafel Schokolade, wo extra noch der Vergleich. Nein, das ist Kilobyte. Kilobyte oder Byte, je nachdem. Wenn das ein kleineres ist, dann ist das nur Byte. Und wenn das größer ist, ist das Kilobyte. Dann eben ein größeres Tafel Byte Schokolade. Ja. Byte Schokolade. Aber mit Nuss oder ohne Nuss. Die Nüsse wiegen ja auch noch. Ja. Jetzt hier, aber weißt du was, ich war doch bei Giovanni draußen, eine Parzelle. Ja. Da wohnt jetzt nebenan in der Parzelle ein Herr Riedel. Ja. Ein Herr Riedel. Riedel, ja. Ein Herr Riedel. Ja. Und er hat alles von der Elektronik her sich neu aufgebaut da drin. Es ist ein totaler Fuchs. Er hat in der Nähe bei... Hat er eine Parzelle? In der Parzelle. Ach. In der Nähe. Er hat eine Satellitenschüssel oben auf dem Dach. Er hat hier mal Sorgen um. Er hat hier Clear Factor. Er hat die ganze Frequenz... hat er gesagt. Und alles, was man braucht mit der Verkabelung. Und er hat in der Nähe ein Telefon drin. Ja, klar. So, und damit hat er uns vorgeführt. Weißt du, was der damit macht? Das ist ein Smartphone, ist das. Weißt du? Smartphone, ja. Was macht er damit? Ja, da geht er ins Internet. Ein Smartphone mit einem Auto drauf, oder was? Nein, die Telefone, wo du mit ins Internet kannst, die heißen Smartphone. Die heißen alle so. Die heißen alle so, ne? Ja, das ist die... Heißen so, ne? Na, was hat er nur geguckt? Was war da? Smarty, ne? Was? Smartphone? Nein, Smartphone? Ja. Smartphone? Ja. Heißen die? Ja. Ja, er hat irgendwas anderes gesagt, ist auch egal. Jedenfalls weiß, was er mit dem Internet gemacht hat, mit seinem Telefon. Er hat bei sich die Jalousien, er hat was eingegeben, dann gingen die Jalousien auf und zu. Er hat richtig so eine Hausverdrahtung. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Er hat gesagt, hier kannst du mal gucken, bitte. So, und dann hat er dann draußen hat er irgendwas eingegeben. Innen sind die Parzelle drin, ne? Ja, sicher. Also, da hat er normal Jalousetten, so schwarze Jalousetten. So mit so Lamellen. Und dann hat er sich da vorgestellt und wir sind rausgegangen. Und dann hat er da so gerade reingegangen und dann zzz, ging die runter. Toll. Hat er über Innen geregelt. Ja. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe, mein lieber Mann, jetzt mal ernsthaft? Weißt du, als er da stand, von außen was gesehen hat, wie er in den Lamellen stand von der Jalousette, ne? Mm. Weißt du, wie er da ausgesehen hat? Nee. Wie Ballack mit der Capitano-Maske. Mit der was? Hast gesehen, Ballack hat doch jetzt eine Capitano-Maske. Ach, er hat irgendwie einen auf wie der Nuss Zorro, gekriegt, wie ne? Zorro. Er hat sowieso einen auf der Nuss. Aber er hat auch noch einen auf der Nuss gekriegt. Er hat doch hier eine dicke Gummel gehabt, ne? Er auch. Ne? Er hat ja die Kartoffelnase im Augenblick. Und weißt du, was ich mir da gedacht habe? Nee. Dass das gar nicht mehr Ballack ist. Wieso, wer soll das sonst sein? Irgendein Avatar oder so. So wie damals Schumi, als er ein Cowboy war. Aber noch besser ausgebildet, ein Avatar. Sagen wir mal so einer wie Jürgen Hingsen jetzt. Ein großer auch, der genauso aussieht wie Ballack. Das Ballack ist das gar nicht mehr. Weil die Maske selber, mein Ingo-Mann, die ist ja auch eine Täuschung, wie bei Zorro. Ja, er sieht anders aus. Er sieht völlig anders aus. Es ist ein bisschen wie bei hier Schweigende Lämmer oder sowas. Da war das ja auch so eine komische Plastikschüssel, die sie ihnen da aufgeschnallt haben. Es war eine Plastikschüssel, ne? Naja, so ein Ding irgendwie, ne? Es war so, wie man von Salat hat, wenn man den dreht, ne? Das war so mit einem Gummiband dann über den Kopf rüber, ne? Ja. Bei den Verbrecher. Und so ähnlich ist jetzt mal sagen bei Ballack. Das hatte ich gedacht. Wenn er jetzt mit dem Innennehmer sorgen seine Jalousetten bedient, dann ist das vielleicht so, dass das gar nicht Ballack ist. Und dass das mal sorgen eine Transmittermaske ist. Das ist irgendeiner. Mal sorgen, den Ballack jetzt mal sorgen engagiert. Er sitzt auf der Salmonelle und macht Urlaub. Mhm. Ne? Weil er macht ja auch Werbung. Ab in den Urlaub. Ja. Ab in den Urlaub ist das Stichwort. Ja. Er sitzt auf der Salmonelle irgendwo rum, im Strand, ja, und hat ein Innennähgerät. Ja. Und wo er jetzt genauso wie Riedel eintippt und die Jalousetten gehen runter. Ja, aber er macht doch nicht seine Jalousetten mit dem Telefon, weil Riedel das macht. Macht er das ja nur ja, noch? Ja, dann macht er das mit einer besseren Ausrüstung. Er hat ja da, es bleibt ihm ja unbenommen. Es ist ja ein reiner Ballack, der hat doch Kohle genug. Ja. So, und dann ist in der Maske, sind innen drin, ist eine reine Verdrahtung. In der Maske innen. Draht. Ist Draht. Ja. Ne? Ein Leiter. Als Wärmeleiter, als Mittelleiter. Und das sitzt auf den, muss sagen, wenn das jetzt, muss sagen, Jürgen Hingsen ist,
sitzt das auf dem Kopf auf. Wieso ist das jetzt mit einmal Jürgen Hingsen? Weil der ungefähr die gleiche Statur hat. Du kannst auch Klitschko nehmen, irgendein. Jürgen Hingsen, das ist doch dieser Leichtathletik-Friedi von 1982. Damals. Ja, der hat doch nichts zu tun, das bleibt ihm doch unbenommen. Der kann doch von Ballack engagiert werden, dass er diese Maske aufsetzt. Und dort drin ist ein Innene. In der Maske ist ein Innene drin. Da, wo die Masorgen die Avatar-Nase ist. Die dicke Masorgen die Nocker-Nase. Die Noggernase. Ja. Die reine Noggernase. Ja, die Noggernase. Da, die dicke Noggergummel. Ja. Da ist das in der Nähe drin. Das in der Nase drin. Ja, sicher. Und über das dritte, also in der Maskennase. Ja. Und über das dritte Auge wird es mir sorgen, wie kriegt er seine Befehle. Über Osmose. Ja. Und jetzt mal hier, ich glaub dir das. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, dass du mir das auch mal glaubst. Das ist bestimmt, das kann nur Jürgen Hingsen sein. Das ist mir auch jetzt... Dann ist das Wladimir Klitschko, der war ja auch mal her, der hat auch die gleiche Größe. Sag mal, nimm mal den Lappen bitte, mein Freund. Das ist immer, wenn du dich so aufregst, dann geht das wieder... Siehste, es ist der gleiche Beweis. Es ist eine Wärmetauscher, Osmose, Photosynthese, das ganze Programm. Es geht nicht auf den Boden damit, das ist kein Bodenlappen. Ich sag das nur... Wenn ich ihn benutze, ist es einer. Nein. Wenn, ich kann dir sorgen, was passiert. Wenn das ein Bodenlappen wird, wirst du hier ein Imbissflüchter. Welchen Imbissflüchter? Ja. Ein reiner Imbissflüchter? Ja. Das will ich aber gar nicht sagen. Mach mal die Scheibe einmal richtig. Ich bin noch kein Zaunkönig. Mach einmal richtig bitte die Scheibe. Das wird ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Das ist auch nicht. Guck mal, wie schön ich... Ich mach das auch noch mal nach. Nee, du brauchst ja gar nicht drauf. Weißt was? Hans Moser hat mal in einem Film auf ein Tablett gehustet. Und ist jetzt auch was auf dem Buch? Ich kann nur ein Servinettel nehmen. Das kann ich ja machen. Es bleibt mir ja unbenommen. So, jetzt pass auf. Ja. Über Photosynthese wird es mir Sorgen an den Mann weitergeleitet, was er zu tun hat. Ja, an Jürgen Hingsen, ne? Ja, oder das geht mit solchen Brillen. Gestern war hier mir Sorgen Wladimir Klitschko, Wetten, das, ne? Ja. Da hat er eine Brille aufgesetzt bekommen, wo er irgendwie, weiß ich auch nicht, auch mit den Transmitterbotenstoffen, mit der Info da irgendwas im Kopf durcheinander gemacht worden ist. Und dann musste er auf eine Boxbirne raufhauen und hat immer so daneben gehauen. Ja. Es ist ja alles möglich heute mit solchen Brillen. Ja, ja, klar. Aber nun mal Folgendes. Jetzt sag mir mal eine Sache. Sag ich dir. So, Ballack macht das alles. Er sitzt in Urlaub, lacht sich tot und macht damit so ein Ding. Ja, sicher. Alles klar. Ja. Meinetwegen sogar Jürgen Hingsen, den alten Rentner. Ja, dann nimm einen anderen, der ist so scheißegal. Was hat er davon, bitte? Was er davon hat? Was hat er davon? Weil er kann doch sowieso gar nicht mehr so gut spielen. Dann lässt er einen anderen spielen. Er kann doch seine ganze Information übertragen. So wird es heute in Fußball manipuliert. Das ist meine Meinung. Wie Messi hier. Ich hab mir schon gedacht, dass du das nicht glaubst. Hier, stand auch in der Zeitung drin. Ich hab es extra mitgebracht. Lies das bitte mal. Messi. Da. Messi kriegt einen Wunderschuh von Adidas. Da ist auch ein Innene drin. Da steht sogar, er hat schon, damit hat er schon gewonnen. Gegen Pilsen hat er gespielt? Ja, das ist nicht der, das ist doch ganz egal. Das ist da, wo das Bier herkommt. Da kommt das Bier dann da eben her, das ist doch völlig egal. Da die Info da unter. Speichert lauffähig, Sprint. Höchstgeschwindigkeit. Messi machte damit 3 Tore. Er machte drei Tore mit einem Innene in den Schuh. Und zwar ist das eine Tarnkappe. Er wird später mal heißen, der Tarnkappenbombe der Nation. Das sag ich dir. 8 Gramm wiegt der Chip. Ja, bitte. Und was wiegt das Innene? Wie eine halbe Tafel Schokolade. Nein, das kannst du dann noch abziehen davon. Es ist alles Betrug. Nicht wie Uwe. Uwe ist 75 Jahre alt geworden. Und ich will dir was sagen, wenn der die ganzen Tricks... hätte, ja. Wenn er sie hätte, wie die Leute heute haben, ja, ne? Dann wäre das was. Dann wäre er auf immer und ewig Torschützenkönig mit 100 Tore in 5 Spielen. Ja, das sag ich dir. Ja, das machst da hast du ausnahmsweise. Und weißt du warum? Weil er nicht auf ein Gerede und auf so einen Schnickschnack hört, sondern er hat gesagt, er hat nur auf seine Frau gehört. Ja. So sieht das nämlich aus. Das nehme ich ihn auch sogar ab. Ja. Als einzigen. Er hat nur einmal nicht. Oder zweimal. Einmal hat er muss er einen Swimmingpool zubetonieren. Den hat er am Tag vorher wahrscheinlich. Da hat seine Frau gesagt, den brauchen wir nicht. Hat sie wahrscheinlich recht gehabt, weil es in Hamburg immer regnet. Oder sonst was. Oder wenn er schwimmen gehen soll, dann kann er in den Border einsteigen. Er war sowieso nicht zu Hause oder irgendwas. Ne? Ja. Ach ja, er ist ja 75, ne? Er ist 75 geworden. Ja. Ne? Ne? Och, Knut. Oh, Knut. Ja, guck mal Mensch, an. Knut. Auch mal wieder da. Ja. Mensch, Knut, das ist so ein Ding, du. Bitte, ich hab dich gleich wieder erkannt. Ja, du bist ja ich dich auch, du. Du warst lange nicht mehr hier, sag mal. Ich hab dich auch wieder erkannt. Ich hatte viel zu tun, das ist nett. Was hast du denn gemacht?
Oh, dies und jenes. Ne? Ja, dies und jenes. Das habe ich und auch hast, getan, du, hast du auch das gemacht? Ja, dies und jenes und das. Weniger. Ne? Ja, was kann ich denn für dich tun, Sommer? Ja. So einen großen Hunger habe ich nicht. Ich hätte gerne so eine. Nimmst du einen kleinen Hunger? Das ist ein Joghurt. Hast du Joghurt im Haus? So eine Art Kinderteller. Soll ich einen Seniorenteller machen? Oder Seniorenteller können wir vielleicht auch von sorgen. Ja. Ne? Haare werden schon langsam hell, aber nicht blond. Du machst auch immer gerne den Speckkartoffel, oder was? Da hast du recht. Gehen wir mal erstmal so ein Bierchen. Weißt du was? Hier immer sorgen, Howard Carpendale, habe ich neulich gesehen bei Maischberger. Weißt du, wie der aussieht inzwischen? Nee. Ich dachte erst, Angela Merkel sitzt so. Die haben die gleiche Frisur. Die sehen sich ganz schön ähnlich. Das stimmt. Ne? Das stimmt, weil er auch so ein bisschen. Er war ruhig und hörte zu. Nett. Und Merkel ist so im Moment ein bisschen angestrengt wegen der Drachmen. Ja. Ne? Hier soll man aber weißt du was? Das wollte ich dich mal fragen. Du hast doch immer Ahnung. Nur warte mal einmal ganz kurz. Also du hier Speckkartoffel und was noch? Was wolltest du noch? Dann mache ich das schon. Aber nur wenig. Speckkartoffelsalat und. Hast du nicht so ein bisschen Weißkrautsalat? Ja. Auch so ein bisschen. Und nimmst du Rotkraut und ziehst die Farbe raus. Und das blöde Schnitzel da oben. Das hab ich schon mal gemacht. Jetzt packst du mir dann ein bisschen ach, ein. Da hab ich den da hinten schon mal. Ich hab mal Rotkraut in Tümmler gepackt und da ein bisschen in Färber reingetan, dann wird es auch weiß. Das ist richtig, ja. Hier soll man aber Rotkraut mit Tümmler, mit Fisch, oder wie? Nein, in Tümmler rein. Ach, du meinst vom Waschen. Ach so, ja, hier soll man, weißt du was? Hast gelesen, 7 Milliarden Menschen sind wir. Da ist doch jetzt hier mal sorgen, in Thailand oder irgendwo in. Keine Ahnung, wo Tadschikistan, Philippinen, irgendwo da. Ne? Wir sind jetzt 7 Milliarden. So, wie, das soll doch ein Kind sein von Taxifahrer dort. Wie haben die das ermittelt, dass das der 7 Milliardste ist? Ja, das verstehe ich auch nicht. Wie geht das? Genau können die das ja auch gar nicht gemacht haben. Ja, aber wenn sie dort direkt hingehen und sagen, er ist das. Ja, vielleicht ist es ja das Kind von Justin Bieber. Ja. Man weiß es doch nicht. Vielleicht ist er. Das kann sein. Von Justin Bieber? Von Justin Bieber? Ja. Ein Bieberkind? Ja, ist das 7 Milliardste? Der Mini-Bieber, ne? Ja, aber wie kriegen die das raus? Das kann ich ja nicht sagen. Ich glaube das auch nicht. Also ungefähr vielleicht, aber genau kann das ja nicht sein. Weißt du, was ich mir überlegt habe? In dem Moment sagen wir mal, wenn sie es wissen. Mhm. Wir gehen mal davon aus, sie wissen das. Mhm. Wenn sie das wissen, was passiert denn, wenn jetzt genau in dem Moment, jetzt mal sagen, aus Versehen zwei Herrschaften, mal sagen jetzt gerade mehr das Zeitliche segnen, ja. Dann sind sie schon wieder ein und da. Ja, dann sagst du wieder zurück. Ja, klar. Und woher wissen Sie das? Sie können doch nicht überall sein. In dem Moment, wo Sie den Taxifahrer gerade eben die Blumen überreichen wollen, entdeckt vielleicht einer mal sorgen mit einem Multikopter. Das ist doch ein neuer Hubschrauber mit so einem Kreis, wo einer drinnen sitzt und rumfliegt. Der entdeckt vielleicht irgendwo einen Cro-Magnon-Menschen oder ein Urvolk, was das seit Jahren gegeben hat und die man nicht mit auf der Uhr hat. Ja. Und dann rutscht das wieder. Oder mal sagen, ein grausiger Fund. Rentner saß 4 Monate allein vom Fernseher. Klar. Denn den haben sie auch nicht mitgerechnet. Nee, dann geht die Statistik auch wieder zurück. Was ist das vor? Lüde Schnitzel noch oder was? Das Lüde, ja. Das ist meine Meinung. Das kann nicht stimmen, das ist alles Quatsch. Die machen das Schien-Schein-Schwung und dann ist das eine. Ja, weißt du? Was soll das sein? Meinst du, sie haben das so gemacht? Ja. Sie könnten das ja ermitteln, indem sie das. Ich hab mal gelesen, dass die Erde, ne? Ja. Dass sie mal sagen, ohne Bevölkerung, also netto, ja. Wiegt die ungefähr 600.000 Trillionen Tonnen. Mhm. Mhm. Und mit Leute ungefähr 700.000 Trillionen Tonnen. Wenn man jetzt mal sagen, 700.000 Trillionen Tonnen weniger, 600.000 Trillionen Tonnen rechnet und das durch das Durchschnittsgewicht von Menschen, also von den ganz kleinen Butchis und den ganz schweren, also Manuel Uribe zum Beispiel, der schwerste Mann der Welt, als äußerstes Ende und ein kleines, mal sagen, jetzt das Justin Bieber kennt, das wiegt jetzt mal sagen nur 5.000 Gramm oder so, als, und dann Mittelwert. Nicht so viel. Ja, ist klar. 50 Kilo vielleicht, ja, als Mittelwert. Meinetwegen. Und man teilt jetzt die 100.000 Trillionen durch 50. Ja. Dann hat man doch ungefähr die Anzahl von den Leuten raus. So haben die das wahrscheinlich auch gemerkt. Ja. Oder? Ich weiß ja nicht. Also ich so machen sie das. Das ist mal sagen, das reine Abtropfgewicht. Das musst du doch kennen, ja, das Abtropfgewicht. Das ist genauso mit einem Zuckerrübentraktor. Wenn der mal sagen, mit der Zuckerrüben, weißt du, machen die das, habe ich mal gesehen im Fernsehen drin. Ist doch jetzt Zuckerrübenzeit. Da fahren die mit einem vollgefüllten Traktor, mit einem Anhänger, fahren die auf eine Waage auf.
Und dann wissen Sie irgendwie, nur von Gewicht her, wissen Sie ganz genau, wie viel das ist. Sie haben vorher leer gewogen haben. Ja, das ist ja auch einfach. Ja, aber dann schließen Sie auf eine Anzahl von den Zuckerrüben hin. Ja, das weiß man ja. Man weiß ja, so eine Rübe, die ist so und so, die ist ungefähr so und so. Eigentlich so, ja. Ja, so wie ich gesagt habe. Im Grunde ja. Ja, hat er recht, ne? Stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. Knut, gieß mir. Ach so, und das Bier noch. Ja, gieß mir 6. Sechs. Ja. Gehen wir mal schnell einen kleinen Hobel. Was eigentlich mit deiner Lüttensache noch, mit deiner Schwester da? Ist sie noch bei dir, oder was? Köbi, oder was? Die war doch, hast du doch neulich erzählt. Du stellst das doch nur weg. Krieg ich mal bitte ein neues Getränk, oder was? Ach so, ja, gleich. Die war doch neulich bei dir, oder was? Hast du doch erzählt. Ist sie noch da, oder wie? Oder ist sie jetzt wieder ausgezogen? Und er hat eine Schwester? Ja, sicher hat er eine Schwester. Ja, klar. Die hatte sich Jahre nicht gemeldet. Mit einmal stand sie vor der Tür. Ne? Es gab eine Problematik mit dem Brand bei ihr. Sie ist mit der Zigarette eingeschlafen. Nee. Und dann war sie jetzt erstmal bei mir. Und deswegen habe ich ja Vorsorge getroffen jetzt. Aber sie ist wieder weg, oder was? Sie ist im Moment wieder weg, weil es war ihr dann doch nicht muggelig genug, weil ich eine Sicherheitsvorkehrung getroffen habe, falls das noch mal passiert. Wie Sicherheit? Ach, sie ist wegen Rauchen, oder was? Wegen Brand, ne? Ja, weil sie hat auch immer hier. Ja, nicht, weil das war mir ja nicht recht. Weil ich hab ja auch einiges, was sagen wir mal, leicht entflammbar ist. Auch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja bestimmt so viele Sachen und deine ganzen, ich sag jetzt mal so, deine ganzen Erfindungen und sowas, so, das hast du alles zu Hause bestimmt gelagert. Ja, was heißt gelagert? Ja. Wo soll das denn sonst sein? Ja, es ist mein Atelier. Und wenn, es ist so. Ne? Ne? Das ist wahrscheinlich ich bin gerade dabei, ein Weltsauger, da bin ich schon fast fertig mit. Ein Weltsauger? Ja, mach 3, wäre das wahrscheinlich. Ist, ich habe noch einen dritten dazu in Reihe geschaltet. Das wird noch besser als mach 2, aber das ist ein anderes Thema. So, und dann weiß ich, bin ich doch auf die Idee gekommen. Hast du nicht mitgekriegt, hier dieses polnische Flugzeug, was ohne Räder gelandet ist? Auf den Schaumteppich gelandet. Bitte, bitte. Und die Idee hatte ich, dass ich einen Schaumteppich aus Teppichschaum baue. Als Sicherheit. Es ist muggelig. Es nimmt die Glut. In der Wohnung bei dir. Ja, sicher. Es nimmt die Glut da auf, wo sie passiert. Ne? Ne? Mhm. Und das war, ja, das kann man ja als das Einzige, was nachteilig wie ist. Aus Teppichschaum. Was denn für ein Teppichschaum? Ach, ich hab einen Schaumteppich aus Teppichschaum. So, wo man so den Teppich mit sauber macht oder was? So, ich hab meinen eigenen, da brauchst du ja mehr. Da ist ja die Tube gleich leer, wenn du das ganze Zimmer damit bedienen möchtest. Das meint er wahrscheinlich. Da gibt es auch große Dosen für die. Ich habe es selber gebaut. Hast du selber gemacht? Hast du nass gemacht oder was? Ich habe Persil, ne? Ich habe bloß mal einen Film gesehen mit Doris Day. Der Film heißt, was diese Frau so alles treibt. Da war Waschpulver in den Swimmingpool gekommen. Den kenne ich, wo das Auto in eine Zwischenpulver war. Den kenne ich ja fern. Das hab ich zu Hause. Das geht ja auch. Ich hab es mal so ein schön bisschen so wie Parmesankäse über die Nudel drüber. So schön und dann mit der Gießkanne. Und dann das sag ich doch mit Wasser. Weißt du, also ich habe es doch nur benetzt. Der leckt das ja wieder durch. Ja, und dann muss man das nach neu machen, wenn der Schaum zusammenfällt. Aber es war ihr nicht mehr muggelig genug. Aber was sagt der Nachbar, wenn er es durchleckt? Jetzt du kannst doch nicht an dem Teppichboden, der ist doch, der suppt doch total durch. Du hast doch neulich schon, bist du doch schon mit aber es ist weich, wenn das mal einmal sich aufschäumt, mein Ingo, Mann, dann sieht es aber ganz gemütlich aus wie Wolken. Ich kann doch bei dir, nicht eine neue Auslegewoche. Du hast doch Auslegewoche, ne? Ich hab schon so oft gesagt. Hey, hab ich ja schon bezahlt. Ich hab Feierabend. Weißt du, und neulich hat er gerade erst den Brand in der Ecke gehabt, ne? Und das Durchlecken und alles, weißt du? Was? Ja, du weißt doch genau, dass du... Ich kann das doch mit einem Mach-3-Sauger, da saug ich, der saugt sogar Wasser. Ja, der saugt Wasser. Er saugt sogar ein Mehl. Mach-3-Sauger.